1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. In Stuttgart hat der Untersuchungsausschuss zum umstrittenen Polizeieinsatz vom 30. September seine Arbeit aufgenommen. Leitende Polizeibeamte sagten aus, die Ordnungskräfte seien von Demonstranten überrannt worden. Deshalb sei es zum Einsatz von Wasserwerfern und Pfefferspray gekommen. Ein Deeskalationsteam sei erst spät vor Ort eingetroffen. Diesen Umstand wertete das grüne Ausschussmitglied Uli Schkerl als Indiz für politische Einflussnahme. Ein Vorwurf, den Ministerpräsident Stefan Mappus scharf zurückwies. Wissen Sie, ich muss ganz offen sagen, die Art von Verunglimpfung und Verleumdung, die vor allem von den Grünen ausgeht, halte ich zumal zu Beginn eines Untersuchungsausschusses zunehmend für unerträglich. Und ich habe aber nicht die Absicht, mich ständig zu den, wie ich finde, unpassenden Äußerungen vom Herrn Schkerl zu äußern. Der Tübinger Oberbürgermeister und neue grüne Parteirat Boris Palmer rät seiner Partei, den Ausstieg aus Stuttgart 21 zur Bedingung für eine grüne Regierungsbeteiligung im Land zu machen. Zudem schloss der grüne Verkehrsexperte in einem Gespräch mit BW1 ein schwarz-grünes Bündnis 2011 wegen Stuttgart 21 aus. Sie befinden sich in Bund und Land auf einem historischen demoskopischen Höhenflug. Einer aktuellen Allensbach-Umfrage zufolge könnten die Grünen im Landtag derzeit mit 26% der Stimmen rechnen. Damit wäre die Partei von Winfried Kretschmann noch vor der SPD und hätte zusammen mit den schwächeren Sozialdemokraten reelle Chancen auf den Ministerpräsidentensessel. Der grüne Zustimmungserfolg basiere vor allem auf dem Einsammeln und Schüren von bürgerlichen Protesten. So sehen das vor allem die politischen Konkurrenten im bürgerlichen Lager. Die Grünen, die sind vor allem und ständig immer dagegen. Doch was immer im Zusammenhang mit den Grünen von bürgerlicher Politik gesprochen wird, dagegen zu sein, das ist das Gegenteil von bürgerlicher Politik. Bürgerliche Politik erschöpft sich nicht im Halten von Demonstrationsschildern. Ein Vorwurf, den der neue grüne Parteirat im Tübinger Rathaus so nicht gelten lassen will. Warum sind wir dagegen Partei? Weil wir gegen Stuttgart 21 und gegen Atomkraft sind. Ist jetzt nicht überraschend, wir sind immer schon gegen Atomkraft gewesen, aber auch für etwas, nämlich für erneuerbare Energien und für den Kopfbahnhof. Dem Beschluss zum bundesweiten Aus für die Atomkraft stehe beispielsweise der Beschluss zum Umstieg auf rein regenerative Energieerzeugung und 100% Ökostrom bis 2030 entgegen. Was jetzt die Frage nach Ökostrom angeht, sind 20 Jahre zwar ehrgeizig, aber fürs Klima ist es das höchste der Gefühle. Neue Ökostromanlagen an oft weit entfernten Orten. Dafür wird es dann aber auch neue, hunderte Kilometer lange Leitungssysteme durch oft unbebaute Natur brauchen. Bürgerproteste gegen solche dann grünen Projekte fürchte man aber nicht. Und dafür habe ich keine Angst. Die werden man angucken müssen. Die sind auch nicht schön, das kann man heute schon sehen. Aber das gehört zu einer Industriegesellschaft dazu. Es gibt eben keinen Wohlstand, wie wir ihn kennen, ohne Strom. Auch das Nein zum Verschieben von atomarem Endmüll nach Gorleben und die bundesweite Suche nach einem neuen Lagerort für alte Brennstäbe sei keine populistische Aktion. Bei Gorleben ist es völlig klar, man hat den bisherigen Standort nicht gewählt, weil er gut geeignet ist, sondern weil er nahe an der DDR-Grenze war. Und hier nochmal wirklich neu zu suchen, wo ist es am sichersten, das hätte schon lang passieren müssen. Die Haltung der CDU zu dieser Frage, aber vor allem auch deren Ja zum umstrittenen Bahnprojekt Stuttgart 21, lasse schwarz-grüne Optionen derzeit nicht zu. Die CDU hat sich auf Gedeih und Verderb an den sinnlosen Tiefbahnhof gekettet und für uns kommt diese Milliardenverschwendung nicht in Frage, also kann es keine Koalition geben. Das umstrittene Bahnprojekt müsse und könne im Falle einer Regierungsbeteiligung im Land von den Grünen gestoppt werden. Weil es billiger ist, aufzuhören als weiterzumachen und großen Schaden vom Land abwendet. Dass die Grünen in Regierungsverantwortung, wie der ehemalige Quoten-Oppositionskönig FDP, abstürzen könnten, glaubt Palmer nicht. Wer grün wähle, bekomme, was er erwarte. Das Land will laut Kultusministerin Marion Schick massiv mehr Plätze an beruflichen Gymnasien schaffen. Bis zum kommenden Schuljahr soll es dort rund 100 neue Klassen geben. Zudem würden die Schüler an G8-Gymnasien zeitlich entlastet. An mindestens 2 Wochennachmittagen soll es demnach künftig keinen Unterricht geben. Soweit die BW1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.